Hallo und herzlich willkommen zurück zu Demon Hunter 3 die Offenbarung. Hier ist Sabine die Cat. Wir schauen uns hier mal ein bisschen um. Wir gehen mal rechts zu der Kiste her. Nehmen uns den Code mit. Mit diesem begeben wir uns hierher zu dem Kasten. Müssen wir jetzt in der richtigen Reihenfolge klicken. Das heißt, wir fangen rechts unten an. Links unten. Rechts oben. Links oben. Dann bekommen wir einen Glasschneider, Streichhölzer und einen Griff Nummer 1. Gehen wieder zu der Kiste hierher mit dem Glasschneider. Können wir die öffnen? Nehmen uns die Kerze raus. Und die können wir jetzt auch gleich anzünden. Damit gehen wir links ins Studierzimmer. Stellen die Kerze links in den Kerzenhalter. Dann gehen wir zum Kamin vor. Den zünden wir auch an. Münze Nummer 10 ist über dem Kamin auf der linken Seite. Gehen gleich mal zu der Tasche her. Da finden wir einen Schlüssel. Rechts beim Tisch haben wir einen Schalter. Und im Topf befindet sich Südamerika. Dann haben wir hier links neben der Leiter, können wir den Schlüssel einfügen. Zünden die Kerze an. Nehmen die Schatulle mit. Dann gehen wir jetzt rechts weiter in die Bibliothek. You there. Are you with those monsters too? No? I've been trying to get out of this crazy place, but on the way here I lost my family treasure, a golden medallion. I saw where they took the girl. She's in the throne room. Listen, I'll give you the key if you bring me my amulet back. Those monsters could be anywhere, so I'll just stay here. Gut. Oben, links, ist das nächste Bild, Nummer 8. Schau mal links her zum Tisch. Da haben wir den Türgriff Nummer 2. Jetzt gehen wir zurück zu der Eingangshalle. Vor zur Tür, da können wir jetzt beide Türgriffe einfügen. Dreh das runde Brett so, dass die rote und blaue Kugel beide ihr Ziel erreichen. Ich fange mal mit der blauen an. Wenn der mal dann richtig eingeordnet ist, dann bleibt die auch stecken. Das heißt, kann nichts mehr passieren. Jetzt holen wir sich die rote raus. Dann geht's weiter zum Flur. Puppe Nummer 10 sitzt hier auf der Treppe. Wir nehmen uns die Leiter hier vorne mit. Die Vorhänge ziehen wir zur Seite. Das Bild untersuchen wir genauer. Da steckt ein Auge drinnen. Gehen zu der Landkarte hier mittig vor. Da fügen wir Südamerika ein. Nehmen den Löffel mit. Dann geht's hoch zur zentralen Kammer. In der Mitte Bild Nummer 9. Schauen hier zum Vorhang her. Dann nehmen wir das Statuenemblem mit. Links hierher haben wir ein Sternensymbol. Das Medaillon. Damit gehen wir jetzt zurück in die Bibliothek. Da ist noch ein Zettel, den können wir lesen.
Ich habe den Schlüssel in den Keller fallen lassen. Ich hoffe, dass er nicht auf ewig verloren ist. So, wir hopsen zurück zur Bibliothek. So, der ist mal weg. Wir schauen hier vorne her zum Glaskasten. Nehmen die Flasche mit. Bei der Statue können wir das Auge einfügen. Dann gibt es wieder ein Buch. Das hatten wir ja schon ein paar Mal. Das erste Dreieck ist hier oben. Das zweite Dreieck ist unter dem Deckchen. Und das dritte Dreieck ist unter dem Bild. Many years passed in utter happiness for the young lovers. They allowed themselves to believe that the search for them was over and that they could now live a normal, peaceful life. Hinter dem Baum, am Arm und auf ihrem Arm. After a while, the young couple was blessed with children. Two beautiful twin girls, who filled the days with laughter and joy, but the shadow of their past lives still lingered. Haben wir das in der Mitte, links oben und unter der Decke. The twins looked completely like their father, and the only demonic property was their blood-red eyes that reminded their parents that, in the end, they weren't and never would be normal children. Nehmen wir den Türklopfer und wieder einen Teil von unserem Amulett. Das können wir gleich mal einfügen. Gehen links zum Tisch her, nehmen das Pulver. Jetzt gehen wir zurück. Hier sind wir ja aber fertig. In die Eingangshalle mal, zu der Statue her. Da fügen wir das Statuenemblem ein. Kriegen Zahnrad Nummer 1. Jetzt gehen wir vor zum Flur. Rauf zur zentralen Kammer. Bei der Statue fügen wir jetzt die Leiter her. Und klettern mal hoch und füllen unsere Flasche mit Wasser. Dann gehen wir wieder runter ins Studierzimmer. Links her, wir brauchen ja noch ein Lösungsmittel. So, schauen wir sich das Rezept an. Da müssen wir jetzt das Pulver zugeben, dann den Schalter und das Ganze dann wieder köcheln lassen. Also Pulver, den Schalter, anzünden. Dann haben wir unser Lösungsmittel. Das fügen wir rechts ein beim Tisch. Dann haben wir einen Hebel. Gehen jetzt wieder hoch zur zentralen Kammer. Links her zu der Tür, da fügen wir den Türklopfer ein. Bild Nummer 10 hier vorne am Sessel. In der Mitte das Sieb nehmen wir mit. Gehen vor zum Aufzug. Da fügen wir jetzt den Hebel ein. Dann geht's runter in den alten Keller. Oben mittig haben wir eine Münze. Rechts her. Kriegen wir eine Kurbel und ein Meißel. Dann gehen wir zum Wimmelbildspiel über. Brauchen wir die Glocke, die Muschel, die sich gerade verwandelt hat. Gut, dann nehmen wir die Geldbörse, die Muschel, die Spitzhacke, den Stern, hat sich auch gerade wieder verwandelt. Den Stern. Mit dem Meißel öffnen wir die Wand da hinten. Die Eule, die Karte, die Peitsche und im Kürbis befindet sich das Herz.
Nehmen eine Spitzhacke. Damit klopfen wir rechts beim Felsen her, holen uns den Schlüssel. Links bei der Erde können wir mit dem Sieb die Erde durchsieben. Dann sind wir hier unten durch. Wir gehen zurück in den Aufenthaltsraum. Rechts fügen wir den Griff ein. Kriegen Zahnrad Nummer 2. Nummer 1, Entschuldigung. Dann öffnen wir unsere Schatulle mit dem Messer. Kriegen das Licht. Das schmeißen wir jetzt hier gegen die Barriere. Ab in den Thronsaal. You chose your own fate, mortal. So, wir müssen jetzt kämpfen. Wähle die Rune, die keine gemeinsamen Symbole mit den Runen des Feindes aufweist. So, die sind auch jedes Mal anders. Das heißt, wir nehmen mal die. So, in der Mitte haben wir die nächste Puppe, Nummer 11. Dann gehen wir jetzt zurück, rauf in die zentrale Kammer. Hier links fügen wir den Schreinschlüssel ein. So kriegen wir das zweite Zahnrad. Die fügen wir auf der rechten Seite ein. So, Spiegel. Setze die Spiegel so, dass die farblich passenden Lichtstrahlen in die zugehörigen Sicherungen geleitet werden. Rot verkürzen wir mal. Dann passt das schon mal. Grün tauschen wir aus. Dann passt das auch. Das setzen wir hoch und einmal den hier her. So soll das Ganze dann ausschauen. Ich lasse das noch ganz kurz. Dann geht es weiter zu der Treppe. Auf der rechten Seite nehmen wir uns den Ziegelstein mit und ein Auge. Hier vorne, Bild Nummer 11. Das Fenster können wir mit dem Ziegelstein zerschlagen. Dann haben wir das nächste Bimmelbildspiel. Wir brauchen das Ritterwappen, Fesselkugel, Schildkröte, Umschlag, Fackel, Stiefel, Bogen, Juwel, Apfel, das Kleeblatt hat sich gerade in die Pilze verwandelt, dann öffnen wir das hier, da bekommen wir einen Pfeil, ziehen hinten an der Kette, wir kriegen den Schlüssel für die Schatulle. Da ist das Messerchen drin und damit können wir den Stein hier entfernen. Das nächste Zahnrad. So, wir gehen jetzt da. Ja, zurück in den Thronsaal. Rechts fügen wir das Gargoyle-Auge ein. Dann kriegen wir die nächste Geschichte. So, am Fenster. Unter dem Kamm. Und an der Tasche.
Concerned that hunters and demons might find them after all, the young family decided to run once more to make sure that the birth of their girls didn't attract unwanted attention. Am Dämon, über dem rechten Baum und auf dem Horstdach. Sadly, one day, their past caught up to them. One fateful night, the house was flooded with demons, chanting and screeching the name of their master. Without mercy, they found the two lovers and killed them. Links unter der Lampe, oben auf dem Dämon und ganz oben am Traumfänger. Dying in the remains of their beloved home, the demon and human who fell in love many years ago now gazed upon their children, their two baby girls, surrounded by demons who threatened to kill them. Bekommen einen Ring und ein Amulettteil. Das fügen wir jetzt auch gleich wieder zusammen. Gehen links zu der Truhe her. Mit dem Ring können wir diese öffnen. Nächste Zahnrad. Hier oben fügen wir jetzt noch die Sonne ein. Und dann bauen wir das zusammen. Da kommt der Mechanismusschlüssel und das Zahnrad rein. Gehen jetzt zurück zu der Treppe. Links her. Da können wir den Mechanismusschlüssel einfügen. Hebel betätigen. Zuerst noch die Zahnräder einfügen. Und dann geht's weiter in den Keller. Hier gibt's keine Sammelobjekte. Wir müssen nur die Kiste zur Seite schieben und dann geht's auch schon weiter. Hey, I remember you. Why are you still alive? Open the hatch and go down. Quickly! I thought that pretty lady was gonna play with you. You know what? I don't care. Hier unten haben wir dagegen zwei Sammelobjekte. Hier vorne nächste Schriftrolle Nummer 12. Auf der linken Seite die nächste Münze. Schauen wir sich ein bisschen um hier. Sehen wir, was wir noch alles benötigen. Den Staubwedel nehmen wir mit, der ist sehr hilfreich. Dann gehen wir weiter in den Spiegelsaal. Hier vorne die nächste Puppe und hier oben die nächste Münze. Und dann würde ich sagen, an dieser Stelle mache ich wieder eine kurze Pause. Ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, ich würde mich sehr freuen über ein Like. Vergesst nicht zu kommentieren, vergesst nicht zu abonnieren, vergesst nicht die Glocke einzuschalten. Wir sehen uns beim nächsten Video. Tschüss!